Mit Bedbug gehe ich ein Risiko ein, aber ich halte ihn für das perfekte Ziel. Er hat nicht viel, aber viel zu verlieren. Leicht einzuschüchtern. Ambitioniert, aber faul. Okay, erst sein Zuhause. Dann das Handy anzapfen. Und alles aufnehmen, was er sagt. Verschaffen Sie sich Zutritt zu Bedbugs Wohnung. Und hier sind wir wieder in Chicago, in der Rolle von Aiden Pierce, der Hacker. Und dann haben wir natürlich noch hinter uns irgendwelche Rappen. Oh, Backe. Ist ja gut. Komm, wir hacken die mal alle hier. Kontowert 340. Ja, können wir natürlich sein Geld benutzen von seiner Bank. Ja, und freut mich natürlich sehr, dass du eingeschaltet hast. Hier wieder zurück. Erstmal alles hier hacken, was wir haben. Hier ist natürlich noch eine Kamera. Die Frage ist natürlich, wo oder wie komme ich rein? Das ist das Problem. Ich glaube, das ist sein Haus. Shit. Wo ist Bedbug? Wir müssen natürlich suchen. Ich habe absolut keine Rolle. Was ist hier? Hier sind so viele Kameras. Ja. War ja so klar wieder, dass es so schwierig wird. Ist ja bisher auch fast bei jedem Missionchen hier in dem Spiel gewesen. Erstmal müssen wir die Wohnung finden. Wo ist die Wohnung? Welche ist das überhaupt? Welche Wohnung? Vielleicht die da hinten? Ah, ich sehe es sogar. Eindringen. Dann wollen wir mal. Ach nö, wir müssen wieder hacken. Shit. Das hat noch gefehlt. Okay, von hier aus kommt unser Signal. Alter Falter, das wird ja immer komplizierter. Gut, machen wir das mal so. Dann geben wir das Signal hier rüber. Dann geht das Signal da lang. Jetzt könnten wir theoretisch mal schauen, ob wir vielleicht nicht eventuell auch das Signal hier runtergeben. Denn so könnten wir eventuell so das Signal umlenken, sodass hier oben eben Zufluss kommt. So, jetzt habe ich aber echt ein Problem. Ich weiß absolut nicht, wie ich das hier weitergeben soll. Eventuell vielleicht so. Na schön. Nee, das wird kompliziert. Das wird echt kompliziert. Das muss ich erstmal ausprobieren hier. Also, versuchen wir es erstmal so. Okay. Das ist schon mal klar. Was ist, wenn wir es so machen? Das könnte vielleicht auch klappen. So, oben ist schon mal freigeschaltet. Sehr gut. Das können wir wieder zum T-Stück hier drehen. Waagerecht. Und jetzt müssen wir hier die Leitung wieder dort hinzufügen. Na schön. Wie machen wir das am besten? Wie wäre es, wenn wir so machen? Nee, das muss, glaube ich, gerade sein. Okay, machen wir das mal so. Okay, von oben haben wir schon mal. Shit, das ist echt ein wenig kompliziert. Ah, das ist echt kompliziert. Was wäre, wenn wir denn hier gleich das Signal weitergeben? Ich glaube, es könnte klappen. Ich glaube es. Shit. Oh ja. Der Melek ist auf jeden Fall ein bisschen neugierig, wie das klappen könnte. Sehr neugierig. Oh Mann. Heiliger Bimbam. Wir sehen uns gleich wieder. Ich muss das Problem lösen. Oh, wir haben es sogar gelöst. Sehr gut. Wir haben das Problem gelöst. Juhu. Wollte schon eigentlich einen Strich ziehen hier. Habe ich aber nicht gemacht. War ja nicht nötig. So, wenn wir jetzt hierdurch schon eine Verbindung haben, müssen wir nur noch unten durch. Das Problem ist aber allerdings, ich weiß nicht, wie ich unten langkommen soll. Eventuell vielleicht so. Nee, das muss so bleiben. Das muss so bleiben. Das muss ich dann wahrscheinlich so binden. Und dann kann ich theoretisch das dann so binden und das hier dann quasi so drehen, sodass ich hier rein kann. Ja, ich hab's. Sehr schön. Du hast gesagt, du fährst mich zum Flohmarkt. Also was hast du denn schon zu tun, was so wichtig wäre? Tracker. Arbeit, Grandma, Arbeit. Du hast einen Job. Warum sagst du das so nicht? So ist das nicht, Grandma.
Ach, verstehe. Ist kein Job für Tyrone. Ist ein Job für Bad Book. Ach, bitte, Grandma. Bad Book bedeutet noch nicht mal was. Doch, tut es. Das heißt, ich bin Player. Ein was? Ein Bad Bug kommt bei jeder Frau ins Bett. Das ist widerlich. Ach, so hab ich dich aber nicht erzogen. Ja, bin auf dem Weg. Ich muss jetzt los, Grandma. Hab dich lieb. Ja, ich hab dich auch lieb. Obwohl du so ein Idiot bist. Oh, Backe. Folgen Sie Bedbug. Wenn du Dreck am Stecken hast, geht alles gut. Wirst du es nicht kommen sehen. Heiliger Bimbam. Zielperson gleich verloren. Nein, nein, nein. So schnell vergesse ich ihn nicht. Und jetzt soll ich ihn verfolgen. Was macht er denn da? Cool. Yeah, be rock'n'roll. Warum macht der Rock das? Willst du ein Dorf kontrollieren? Dann komm als Freund. Sag ihnen, alle außerhalb ihrer Mauern sind Gestörte, die ihnen alles abnehmen wollen. Augen und Ohren in jedem Haus. Du weißt, was sie kaufen oder verkaufen. Du kontrollierst es. Wenn dir jemand krumm kommt, verraten ihn die anderen. Also legst du ein gutes Wort für mich ein? Weiß nicht, Mann. Warum denn? Ich will was zu sagen haben. Komm schon. Ich hab deinen Arsch überall hingefahren. Und immer pünktlich, B. Hab dich nie hängen lassen, nicht einmal, Mann. Stimmt, stimmt, aber darum will ich, dass du bleibst, wo du bist. Jetzt hör mal, ehrlich. Wenn du aufsteigen willst, ich soll eigentlich nichts sagen, aber... Shit. Wie soll ich denn da bitte durch, dass da Wachmänner sind? Wer hätte das denn bitte gedacht? Och Mann, verdammte Eisenbahn, das kann doch nicht sein. Das war echt, das habe ich mir alles selbst zu verantworten. Das war so schlecht einfach. Warum macht der Rock das? Shit. Willst du ein Dorf kontrollieren, dann komm als Freund. Sag ihnen, alle außerhalb ihrer Mauern sind Gestörte, die ihnen alles abnehmen wollen. Augen und Ohren in jedem Haus. Du weißt, was sie kaufen oder verkaufen. Du kontrollierst es. Wenn dir jemand krumm kommt, verraten ihn die anderen. Also legst du ein gutes Wort für mich ein? Weiß nicht, Mann. Warum denn? Ich will was zu sagen haben. Komm schon. Ich hab deinen Arsch überall hingefahren. Und immer pünktlich, B. Hab dich nie hängen lassen. Nicht einmal, Mann. Stimmt. Stimmt. Aber darum will ich, dass du bleibst, wo du bist. Jetzt hör mal. Ehrlich. Wenn du aufsteigen willst. Ich soll eigentlich nichts sagen, aber Iraq hat Truppen zum Parker Square bewegt. Ich rede mit ihm. Vielleicht nimmt er dich rein. Scheiße, B, nicht so laut. Fuck, Mann, erwarten die Stress? Sieht aus, als ob Iraq hier alles dicht macht. Shit. Was sind wir? Babysitter? Na, Soldaten, Bruder. Weißt du noch, als Fly und seine Jungs verschwunden sind? Die sind zu weit gegangen. Und Iraq hat sie selbst erledigt. Ich weiß das, weil ich beim Vergraben geholfen habe. Mann, sag das auch nicht so laut, B. Du weißt, dein Cousin hat Schiss, dass der Mist auf ihn zurückfällt. Ich sag, was ich will. Was? Bist du etwa auch so ein Schisser? Nur wenn ich mit dir zu tun habe, Mann. Da. Damit kann ich ihn erpressen. Wenn Iraq davon Wind bekommt, dann wird Bedbug auf einer Müllkippe landen. Und ich hoffe, das klappt auch so. Und ich muss ihn weiter beschatten. Tut mir leid, Freunde. Das war nicht mit Absicht. Ich habe ja einen wichtigen Auftrag zu erledigen. Wir warten mal. Gibt es hier irgendwo natürlich Kameras da oben? Schön, sehr praktisch. Was macht er denn da? Er steigt aus. Dich auf. Wie immer, Hauptverdächtigter Mordfall. Was macht denn unser Dicker? Shit.
Problem ist, ich brauche wieder unbedingt die Kamera. Shit, ich brauche weitere Kamera. Da hinten ist eine Kamera. Oh, Backe. Hat noch nie gevögelt und vor seine Mama abgeknallt. Hast du die Karten? Klar, B. Den Nummern auch? Ja, sind drin. Und Irex-Anteil? Mach dir keine Sorgen um den. Sorg dich um mich. Oh, oh. Und er bewegt sich wieder. Mann, wir haben so Glück. Wir dürfen den nicht aus den Augen verlieren. So reingehen können wir ja selbstverständlich auch nicht. Jo, Achtung! Big B im Anmarsch! Was geht, Wies? Kann ich mal zu Lil Juice? Ja, du kannst. Allein. Noch ein Wunsch? Leck mich, Mann! Das Rundgang? Yep. Ich fahr auch gleich rüber. Was meinst du? Riechen die irgendwas? Nein, und anscheinend vertraut der Club Irak nicht mehr. Gut. Die Geschäfte machen sie bald mit mir. Wenn ich das Sagen habe, werde ich dich nicht vergessen. Und das hoffe ich selbstverständlich auch, du fetter Burger King-Esser. Oh Mann, du siehst nicht gut aus, mein Freund. Überhaupt nicht. Wohin geht der aber? Der ist direkt hier unter uns. Ich finde das ja echt richtig geil, dass man hier Kamera zu Kamera switchen kann. Das ist einfach echt so geil gemacht. Sehr praktisch, gefällt mir. Beruf Viceroy Officer. Rabbit, was geht? Ich habe was Interessantes für dich. Vertrau mir. Dann erzähl mal. Nicht hier, B. Treffen wir uns. Hast du Cash dabei? Immer. Warum? Na, das wird dich was kosten. Das ist es wert. Ehrlich. Das werden wir ja sehen. Schnappt er sich jetzt ein Auto? Komm schon. Was geht ab? Nichts, B. Wir spielen nur. Ja, das sehe ich. Ihr sollt aber verfickt nochmal aufpassen. Das sollt ihr eigentlich tun. Soll ich Irak anrufen und ihm sagen, dass ihr Idioten vielleicht jemanden reingelassen habt? Da ist aber keiner rein, B. Die ganze Crew ist draußen, ist alles dicht. Wer besser? Folgen Sie Bedford. Wer besser? Mithilfe der Kameras. Ah, Mann. Die Frage ist, von wo? Okay, da hinten. Shit, das ist außer Reichweite. Wo gibt's denn hier noch Kameras? Ja, ich muss ja da nach hinten kommen. Ich brauche hier noch Kameras. Das ist außer Reichweite, das ist das Blöde. Shit, wo ist denn hier eine Kamera? Muss irgendwie rüberkommen. Verdammt, das sieht eng aus. Das sieht echt eng aus. Vielleicht komme ich da nach hinten. Ich muss alles versuchen hier. Ich kann nicht auf Risiko gehen. Gibt's hier nicht noch irgendwo Kameras? Das ist außer Reichweite. Sind fast alle Kameras außer Reichweite? Ein bisschen unglücklich. Shit. Oh, Backe. Kommt nochmal. Nochmal. Das ist da hinten irgendwo. Okay, die erste Kamera war... Einen Moment. Da. Okay, die nächste Kamera war hier. Dann die nächste Kamera war normalerweise dort hinten. Wir könnten aber genauso gut gucken, ob hier auch irgendwas da wäre. Nee, ist nicht. Schade. Ich muss dann wieder hier nach hinten. Hier normalerweise hier nach hinten. Aber das Problem ist, wie soll ich da bitte hier lang? Hat hier niemand eine Kamera? Das ist echt ultra schwer jetzt. Hacken wir uns den mal. Shit.
Na gut, ich hack mich mal hier oben hin. Gibt's hier noch was? Gar nichts. Okay, wenn das nicht geht, dann habe ich eine ganz andere Idee. Wir nehmen das Auto und fahren außen herum. Vielleicht könnte es dann klappen. Vielleicht. Wir können es versuchen. Da oben ist nämlich eine Kamera. Glücklicherweise. Und hier hinten auch. Sehr stark. Na schön. Wie wär's denn, wenn wir... Wir müssen ja immer noch unentdeckt bleiben. Oh Mann, ich glaube, das wird echt eine lange Folge hier. Shit, da hinten ist wieder einer. Kauft Kondome, stand da. Kauft oft Kondome. Wie wäre es, wenn wir ihn eigentlich töten? Könnte ja auch klappen eigentlich. So, Kamera zu Kamera. Diesmal schaffen wir es hoffentlich. Okay, sprich. Hey, ich will 500 für die Info. Was verdammt weißt du, dass so viel wert sein soll? Weil du nicht mehr viel Zeit hast, wenn du mich nicht bezahlst, B. Versuchst du mir zu drohen? Aber nicht mit mir, Mann. Glaubst du, dass Iraq nichts davon erfährt? Was stimmt nicht mit dir, Mann? Ach, Mann. Iraq? Im Ernst? Iraq ist ein verficktes Problem. Okay. Erzähl mir, was du weißt. Hoffe, das ist es wert. Ist ganz simpel. Die werden dich runter zu den Bricks rufen und da wirst du dann umgelegt. Das ist doch scheiße, Mann! Wow, hey, was machst du denn, Mann? Komm schon, Mann. Helfen Sie Rabbit bei der Flucht. Hacken wir mal kurz. Perfekt, Mann! Los. Rufen Sie Rabbit an. Na, die Frage ist wie. Da, machen wir mal eben schnell. Wer bist du? Der Typ, der deinen Arsch gerettet hat. Ich kann noch mehr tun, wenn du kooperierst. Wo sind die Breaks? Okay, bring mich erstmal hier raus. Dann sag ich's dir. Okay, pass gut auf. Das klappt nicht. Rabbit sicher durch die Viceroy's geleiten. Na gut. Okay, wohin könntest du hin? Das müssen wir natürlich jetzt sehen. Und ihn irgendwie versuchen, da durchzubewegen. Das Problem ist, wie wär's denn, wenn wir ihn hier hin bewegen? Los, Kopf hoch. Komm schon, geh. Das ist doch scheiße, Mann. Wie wär's, wenn er hier lang geht? Komm, wir müssen natürlich zur Kamera dort, um zu sehen, wie er genau lang gehen könnte. Problem ist, shit, da ist ja natürlich einer. Diesen Scheißkerlburg werde ich umlegen. Oh, Backe, das sieht nicht gut aus. Ich will, dass er hier rausgeht. Das Problem ist, wie? Was ist, wenn wir jetzt hier rausgehen? Was ist, wenn wir ihn töten? Ich glaube, das geht gar nicht. Ich glaube, das kann nicht gehen. So, er ist jetzt irgendwo da. Wie wäre es, wenn wir hier hingehen? Jetzt, los. Renn. Hier haben wir einen Kollegen. Das nimmt kein gutes Ende. Das meinst du? Ich glaube, das kann ich schon gut. Okay, los. Ja. Beeilung. Rücken vor. Schnell raus. Ich will nicht sterben, Mann. Willst du nicht? Geh raus. Okay, jetzt. Los. So, und jetzt mache ich was ganz Einfacheres. Ich werde mal außen herum gehen, weil da wartet er ja nämlich. Schnell. Richtig geil, oder? Ist ja fast wie in einem Film. Fick dich, Scheiß, und fick dich! Rabbit, warte! Scheiße! Fuck. Muss ihn stoppen. Oder? Shit! Er haut ab. Bleib stehen! Oh, Backe. Der rennt. Ich darf den wohl nicht umbringen, weil sonst... Shit. Bleib stehen. Ich muss ihn doch holen, oder nicht? Ich muss ihn doch holen. Was ist das bitte für eine blöde Mission? Verdammte Scheiße.
ungelogen. Mich regt das so auf mit diesen Missionen hier. Weil ich gar nicht unbedingt weiß, was ich machen muss. Da oben links stand doch, ich soll ihn rausführen. Und dann ist er einfach abgehauen. Das kann es doch nicht sein, ganz ehrlich. Ganz toll. Gut, dann das Ganze wieder nochmal. Und ich habe eine gute Idee. Erstmal natürlich kurz anrufen. Wer bist du? Der Typ, der deinen Arsch gerettet hat. Ich kann noch mehr tun, wenn du kooperierst. Wo sind die Briggs? Okay, bring mich erstmal hier raus. Dann sage ich dir. Okay, pass gut auf. Keine Sorge. Ich will nicht sterben, Mann. Das wirst du auch nicht, mein Freund. Und wieso bin ich hier jetzt bei den Leuten? Hier wollte ich doch gar nicht sein. Shit, was mache ich denn hier? Das ist jetzt schwierig. Ach, das ist echt mies hier. Mist. Das klappt nicht. Was sagst du? Okay, dann geh mal da bitte lang. Los, schnell. Okay. Shit. Der wurde jetzt erkannt. Ach, ich muss dein Handy nehmen. Ich muss sofort dahin und mich um diese Typen kümmern. Das Gebiet verlassen. Na gut, erstmal raus. Boah. Dieses Fußvolk bedeutet Iraq nicht viel. Aber eine Gang kann sich keine Schwachstellen leisten. Das habe ich schon oft gesehen. Wenn die nicht liefern, dann werden sie kalt gemacht. Aber wenn Bedbug überlebt, zeigt, dass er es drauf hat, wahrt Iraq nicht nur sein Gesicht, er wird ihn umarmen, mit ihm angeben. Oh, fuck! Oh, Backe, was war das bitte für eine Mission? Na, ganz toll. Gutes Timing. Dein Schatz Maurice jammert mich ständig voll. Er meint, du verstehst alles falsch. Er meint, er wäre reingelegt worden. Jammer, jammer, buh. Hey, darf ich ihm ein paar Löcher in die Kniescheibe machen? Nein, darfst du nicht. Du bist so berechenbar. Ob ich dir noch mal einen Gefallen tue? Apropos. Du brauchst einen Gefallen. Ich lege einen Hinterhalt. Und du musst mir Sprengstoff besorgen. Kriegst du das hin? Ich kann alles. Will ich es machen, lautet die Frage. Oh, warte. Oh, warte, ja. Weißt du was? Das passt super. Ja, ich sammle nur noch schnell die Jungs ein und treffe dich dann da. Na, ob dieser bekannte Hinterhalt wirklich sich so lohnen wird, das weiß ich nicht. Aiden Pierce ist ja da schon eigentlich so selbstsicher. Und es geht wohl mit Sprengstoff. Das wird nochmal eine richtig geile Folge. Vielleicht in der nächsten Episode.